Hallo, ich bin AI Joe, der erste künstlich erzeugte Nachrichtensprecher von cybernews.com, einer zuverlässigen Quelle für regelmäßige Ratschläge, Nachrichten und Meinungen zur Cybersicherheit. Das Hackerkollektiv Anonymous startete einen Cyberkrieg gegen Russland, als Putins Streitkräfte sich der ukrainischen Hauptstadt Kiew näherten. Nach Angaben von Reuters tauchten am Donnerstagmorgen in Hackerforen Anfragen nach Freiwilligen auf, als viele Einwohner aus der Hauptstadt Kiew flohen. Am Donnerstagabend begann das Hackerkollektiv Anonymous seine Ressourcen zu bündeln, um die Ukraine gegen die Russen zu unterstützen. Die Gruppe twitterte, das Anonymous-Kollektiv befindet sich offiziell im Cyberkrieg gegen die russische Regierung. Am Donnerstag berichtete Reuters, dass die Websites des russischen Präsidenten, der Regierung und des Unterhauses der Staatsduma für Nutzer in Russland und Kasachstan zeitweise nicht erreichbar waren. Anonymous hat sich für die Abschaltung der Website des russischen Propagandasenders RT News und einiger anderer Nachrichtensender verantwortlich erklärt. NBC News behauptete, dem US-Präsidenten seien Optionen für Cyberangriffe gegen Russland vorgelegt worden. Das Weiße Haus dementierte den Bericht und bezeichnete ihn als völlig unzutreffend. Der russische Präsident Wladimir Putin drohte Ländern, die versucht sein könnten, einzugreifen, und die Verbündeten der Ukraine sind nun in höchster Alarmbereitschaft wegen möglicher Cyberangriffe. Das Australische Zentrum für Cybersicherheit, ACSC, rief australische Organisationen dazu auf, ihre Bereitschaft zu prüfen, auf etwaige Cybersicherheitsvorfälle zu reagieren, die durch Angriffe auf die Ukraine entstehen könnten. Organisationen sollten auch ihre Bereitschaft zur Reaktion auf Cybersicherheitsvorfälle bewerten und Pläne zur Reaktion auf Vorfälle und zur Geschäftskontinuität überprüfen. Kürzlich wurden ukrainische Regierungswebsites Opfer eines DOS-Angriffs. Die Websites des ukrainischen Parlaments, des Ministerrats und des Außenministeriums reagierten nicht mehr. Anfang dieser Woche entsandten mehrere Länder der Europäischen Union Teams von Cybersicherheitsexperten in die Ukraine, um bei der Bewältigung von Cyberbedrohungen zu helfen. EU-Beamte befürchten, dass Angriffe auf die Ukraine die östlichen EU- und NATO-Mitglieder in den baltischen Staaten dem Risiko von Cyberangriffen aussetzen könnten. Laut Chester Wisniewski, Principal Research Scientist bei Sophos, sollten Unternehmen in den Ländern rund um die Ukraine darauf vorbereitet sein, in Online-Unheil hineingezogen zu werden, selbst wenn sie nicht direkt in der Ukraine tätig sind. Wisniewski sagt in einem Blogpost, aus globaler Sicht sollten wir erwarten, dass eine Reihe von patriotischen Freiberuflern in Russland, damit meine ich ransomware Kriminelle, Fischautoren und Botnet-Betreiber, mit noch größerer Inbrunst als sonst auf Ziele losgehen, die als gegen das Mutterland gerichtet wahrgenommen werden.